jetzt am Reiten? Nee, ich bin letzte Woche schon geritten. Und jetzt ist Emma wieder im Putzen dran. Okay. Oh mein Gott, unsere Instagram-Follower werden das lieben. Hi, würdest du vielleicht ein paar Fotos für uns, von uns machen für Instagram? Ja, klar. Dankeschön. Euer Bett ist wunderschön. Ja. Reicht, oder meinst du nicht? Ja, danke schön. Bitte schön. So, dann schauen wir mal, ob du auch irgendwie keine Macken hast. Hier sieht es gut aus. Da, eine Macke. Oh mein Gott. Und die ist so groß. Scheiße. Ich glaube, ich muss den Tierarzt anrufen. Ach, Moment. Wir regeln das, Rovinio. Ja? Ja, mein Pferd hat eine Macke an der Nase und die ist so groß. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, bluten tut sie nicht. Nein, sie ist auch nicht mehr auf, aber da fehlt Fell. Da fehlt echt das Fell. Wie, sie kommen nicht? Ja, das werde ich mir merken. Danke. Hi. Na, hast du schon Turniere genannt? Ja, die ganze Saison ist ausgeplant. Nächstes Wochenende bin ich unterwegs und da war eigentlich jedes Wochenende, weil Stadtmeisterschaft, Kreismeisterschaft, Vereinsmeisterschaft, einige L-Dressuren, ich reite für die Mannschaft mit. Oh, es ist so stressig, aber es macht ja irgendwo Spaß, ne? Aha, okay. Vielleicht ist dieser Stall ja was für uns nach den anderen neun, die nicht so toll waren in den 2 Jahren. Guck mal, wie schön er aussieht. Ich habe jetzt alles aus der Schokoschipping-Kollektion. Das Halfter, den Strick, die Abschlitzdecke. Zu Hause habe ich noch die Schabracken und die Bandagen dazu. Und das Halfter war so ein Schnäppchen, ne? Ich bin so froh, dass ich jetzt wirklich alles habe. Bodenarbeit ist ja so wichtig. Das stärkt das Vertrauen und das ist die Grundlage des Reitens. Und jetzt guckt euch mal an, was wir schon können. Prima! Feiner Rubinho, prima! Luca, Luca, komm, ich bin draußen, ich hoffe, dich zerstört. Schnell los! Ja, ja, ich bin draußen. Ich hoffe, dich zerstört. Schnell los! Ja, bleib ruhig, die werden sich schon nicht umbringen. Oh mein Gott, da hast du schon gesehen, drin hängt ein Zettel fürs Turnier. Und ich habe mich schon angemeldet. Ich war schon im Büro für eine Adresse und will springen. Und oh mein Gott, ich bin so aufgeregt! Stall erzählt, dass ich die Adresse reite. Das ist doch mein erstes Turnier, aber keiner freut sich so richtig mit mir. Gut, dass ich dich sehe. Robin, wir brauchen morgens das hier, ich gebe dir das mal. Mittags dieses hier, abends das hier, jeden zweiten Tag das, einmal die Woche das und alle 2 Wochen kriegt er das, ja? Super, danke. The last bridge, getting harder to forget.